Grundsteinlegung an einem geschichtsträchtigen Ort. Ende vergangener Woche hat die Parchimer Wohnungsbaugesellschaft Wobau zum Festakt am Exerzierplatz eingeladen. In den kommenden 12 Monaten soll hier ein Mehrgenerationshaus mit 20 Wohnungen von gehobener Qualität entstehen. Dies entspricht dem immer wachsenden Bedarf an modernem und anspruchsvollem Wohnen in der Stadt. Das Vorhaben wurde durch eine erfolgreiche Kooperation zwischen der Wobau, der Stadt Parchim und der Sparkasse Parchim-Lübs möglich. Die Stadt hatte sehr großes Interesse, dass hier auch qualitativ gute Wohnungen entstehen. Und deswegen haben wir das gemacht und haben gesagt, ja, wir fassen unser Projekt an. Und hier entstehen 20 Wohnungen, über 1780 Quadratmeter Wohnfläche mit Aufzügen. Die Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft, es ist ja eine städtische Gesellschaft, klappt wunderbar. Und wir haben lange für diesen Bereich nach einer guten konzeptionellen Lösung gesucht und mit dieser Lösung auch gefunden. Ja, wir arbeiten hier schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit der Wohnungsbaugesellschaft zusammen. Wir sind ja einer der Hauptpartner, was Finanzierungsangelegenheiten anbelangt. Insofern gesehen tauschen wir uns auch regelmäßig aus über die anstehenden Projekte. Und so kam der Kontakt eigentlich schon relativ früh zustande, dass wir das Vorhaben hier auch begleiten. Auch künftige Mieter haben der Grundsteinlegung beigewohnt. Mit viel Ungeduld beobachten sie die Veränderung am Exerzierplatz. Viele erinnern sich noch an jene Zeiten, als die russischen Truppen hier stationiert waren. Heute sieht die malerische Ecke ganz nah am Stadtkern ganz anders aus. Ganz toll, ganz toll. Und die Gegend noch besser. Das, was rundherum hier steht an Rotsteinbauten, ist ja nur schon über 100 Jahre alt. Und wir freuen uns, dass wir hier an diesem geschichtsträchtigen Platz irgendwann vielleicht mal wohnen dürfen. Spätestens bis zum Wintereinbruch soll das Gebäude nach oben geschlossen und verputzt stehen. Danach können die anderen Gewerke darin ungehindert arbeiten.